Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin die Petra aus dem Kreativ-Werkeleck und ich möchte euch heute zeigen, wie ich diese Karte gebastelt habe. Und zwar könnt ihr hier ein großes Herz sehen, das ich mit Blüten gemacht habe. Und diese Blüten sind nochmal aus kleinen Herzchen, nämlich 4 Stück. Das ist die Stanze dazu. Und die Herzen, die habe ich aus Vellum gestanzt. Und diese kleinen Blütchen, die habe ich aus Metallic-Papier. Und ich finde die Kombination mit dem Vellum und mit dem Metallic-Papier, das hat einfach was Edles, oder? Was meint ihr? Ich zeige es euch heute in einer etwas anderen Farbe. Und die Papiere, die findet ihr zum Beispiel auch in diesen aktuellen Blöcken. Da ist zum Beispiel ganz hinten auch so ein farbiges Beachy, Rosa, Orange, Vellum. Und da kann man bestimmt dann auch ganz tolle Blüten daraus stanzen. Also die Farbe finde ich auch schön. Ich habe jetzt heute eine andere Farbe verwendet und zwar ein bisschen ein dunkleres, als ihr seht. Das war mehr so orange, pfirsich und das ist jetzt mehr rosa. Genau. Was ich euch noch sagen will ist, bleibt bitte dran. Ich habe noch andere Ideen für euch. Die zeige ich euch dann im Anschluss nach dieser Karte. Okay, es bleibt spannend, ne? Jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich diese Blüten gemacht habe. Und zwar, ich habe wirklich hier noch einen kleinen Streifen Vellum. Und da brauche ich jetzt 4 Herzen. 2, 3, 4. So, die habe ich jetzt schon mal. Und die werden in der Mitte einfach nur gefaltet. Wenn wir das haben, habe ich hier diese Dimensionals von Stamping Up und da ziehe ich einfach nur von einem die Schutzfolie ab und dann falte ich das Herz auf und nur mit der Spitze hier vorne, mit der Spitze klebe ich das jetzt hier auf diesem Bett. So, dass die Spitze in der Mitte von diesem Bett ist. So, und das mache ich jetzt mit den anderen genauso. Und somit ist die Blüte fertig. Dann kann ich noch ein bisschen hier die Herzen ein bisschen zusammenbiegen und dann wirkt es so fluffig. In die Mitte kommt jetzt ein kleines Steinchen. Und somit ist die Blüte fertig. Also ihr seht, es geht ratzfatz. Und damit ich jetzt nicht, wie viele Blüten brauche ich für die Karte? Ich glaube 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, damit ich jetzt nicht hier 10 Blüten basteln muss, habe ich diese schon vorbereitet. So sehen sie aus. Ich habe die jetzt hier draufgeklebt schon mal auf so einer Trägerfolie von Stickers. Und somit kann ich die jetzt schön hier mit meinen Pixie nehmen und dann auf meinen Projektoren absetzen. Das habe ich euch jetzt schon mal gezeigt. Ach ja, übrigens, die Grundkarten verwende ich von Action. Die Grundkarten sind 13 x 13 cm. Und weil ihr immer gern wissen wollt, wie groß meine Aufleger sind,
mein Aufleger, hier in dem Fall ist es Vellum. Das ist 12,5 mal 12,5, damit ich einen schönen weißen Rand noch außen habe. Und der zweite Aufleger, den ich dann jetzt noch bestempel, der ist 10,5 mal 10,5. Und den muss ich jetzt noch zurechtschneiden. Jetzt habe ich hier eine Stanze. Bitte fragt mich nicht, wo ich jetzt diese Stanze her habe. Ich habe die schon so lange. Wer jetzt keine Stanze hat, der kann sich sehr gern ein Herz aufzeichnen und dann ausschneiden und diese dann als Schablone verwenden. Weil ich verwende jetzt diese Stanze auch nur als Schablone. Ich setze die mir jetzt hier auf meinen zweiten Aufleger und mache mit Bleistift hier eine Umrundung. Weil hier kann ich mich jetzt orientieren, wie ich stempeln muss. Und zwar habe ich das Stempelset Garten Eden von Stamping Up. Ist auch schon ein älteres. Aber ich finde diese Zweige hier wunderschön. Einmal diesen Zweig und dann verwende ich diesen Zweig noch. Und den kleinen Zweig verwende ich mit Celadon. Ich lege mir hier noch ein bisschen was drunter. Und ich stempel jetzt einmal neben der Bleistiftlinie einmal mehr links und einmal rechts. Einmal mehr links, einmal mehr rechts. Also nicht direkt auf die Linie, sondern ein bisschen links und rechts. Dann habe ich Lindgrün, das kann man bloß nicht mal richtig lesen, und nehme diesen anderen Zweig und stempel jetzt den Zweig dazwischen. Ich glaube, es passt schon so, wobei da oben würde ich, glaube ich, noch drüber stempeln. Also ihr habt gesehen, ich habe einfach, ohne drüber nachzudenken, jetzt einfach gestempelt, weil mir geht es immer so, wenn ich bei jedem Abdruck denke, oh, passt das jetzt so, passt das so nicht, dann passt es nicht. Also ich muss da einfach, zack, 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 stemple ich und schaut zwar jetzt wirriwarri aus ein bisschen, aber ihr werdet sehen, das schaut danach sehr gut aus. Jetzt in die Mitte mache ich gleich noch den Spruch. Da habe ich auch hier diesen Alles Gute hier verwendet. Das mache ich wieder mit Celadon. So, jetzt hoffe ich, dass ich den gerade hinbekomme. Ja, perfekt, sehr gut. Man darf sich auch mal selber loben, würde ich sagen. So schaut es jetzt aus. Jetzt hole ich mir meine Blüten. Da schnappe ich mir jetzt die erste Blüte. Also ich klebe die jetzt noch nicht richtig fest. Ich schaue, dass ich die nur jetzt mal ganz vorsichtig hier ablege, damit ich das Ganze noch ein bisschen hin und her rutschen kann. Also ich lege die wirklich nur ganz leicht vorsichtig ab. Da unten kommt auch eine her. So. Jetzt gucke ich erstmal, ob mir mein Herz so gefällt oder ob ich noch ein bisschen was rutschen muss. Vielleicht die noch ein bisschen.
runder. Na. Ich glaube, so schaut es ganz gut aus. Und jetzt drücke ich die einfach fest. Und somit habe ich das Herz gemacht. Das lege ich jetzt mal nur kurz zur Seite, denn ich habe jetzt einen Spiegelkarton und Spiegelkarton mag meine Kamera gar nicht so gern. Drum stanze ich jetzt hier mal schnell ganz kleine Blütchen aus. Ne, das ist die große. Hier. Und da stanze ich mir jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder 12. 1, 2, 3. Die kleinen Blütchen. Da nehme ich mal gern die Rückseite von meinem Bixi. Also bitte nicht vorne die Spitze verwenden, sondern wirklich hier hinten. Und somit hat die Blüte dann auch eine kleine Wölbung. Dann nehme ich mir jetzt den Kleber und ich schaue jetzt mal, wo ich so eine kleine Blüte haben möchte. Also auf jeden Fall hier. Da mache ich jetzt einfach mal überall einen Kleberpunkt. Und dann setze ich mir diese kleinen Blümchen noch mit dran. Und die dürfen auch ruhig ein bisschen unter die Blütchen geschoben werden, dass die ein bisschen so hervorspitzen. Also mir fehlt jetzt da oben noch eine. Da mache ich jetzt noch schnell eine. So schaut es jetzt aus. Wenn jetzt die kleinen Blümchen zu viel sind, oder die kann man ja auch weglassen, die kleinen Blümchen. Na, also es ist ja immer Geschmackssache. Zum Glück ist nicht jeder Geschmack gleich. So, dann habe ich ja diese von diesen Diamantbildern, habe ich da noch so einige übrig. Und ich verwende die im Moment wirklich total gern, weil die sind so klein und so, also die passen da richtig schön auf diese Blütchen drauf. Und dann mache ich jetzt überall auf die kleinen Blümchen hier noch einen Kleberpunkt. Ich lasse es jetzt im Moment trocknen, weil jetzt kommt noch die Schleife. Und da habe ich dieses Garn. Das Garn ist von Kreativdepot. Und ich mag das sehr, weil dieses Garn verleiht dem Ganzen auch nochmal dieses duftige, dieses ja, luftige, also mir gefallen diese Bänder wirklich sehr, sehr gut. Und da mache ich mir mal erst eine Schlaufe, dann noch einmal eine Schlaufe und verknote die miteinander. Wenn es geht.
Somit ist mein Kartenaufleger fertig und den kann ich jetzt auf mein Vellum kleben. Das ist das Formtape, auch von Action. Da nehme ich mir solche Streifen. Und was ich echt praktisch finde, ist, dass ich hier keine Schere brauche, sondern dass ich es einfach so abreißen kann. Und jetzt heißt es schön aufkleben, mittig. Weil wenn es einmal klebt, dann klebt es. Ja, jetzt habe ich es nicht ganz getroffen. Ja. Ja, bei der Kamera ist es immer. Kann ich das immer abmachen? Ja. Also ihr seht, bei mir passieren auch immer ein bisschen mal Unfälle. Und das habe ich zu lang geklebt. Aber wir kriegen das doch alles hin. Na, das Formtape, das hat er drüber geschaut und das hat mir jetzt auch nicht gefallen und der Abstand hat nicht gepasst und ach, jetzt hoffe ich, ich ziehe das immer kurz ein bisschen näher zu mir her. So, jetzt ist es besser. So, und somit ist die Karte fertig. Von der Seite. Also wirkt edel und fluffig. Also ich finde diese Farbkombination auch total schön. Ich zeige euch nochmal die andere. Haben beide was, gell? So, und jetzt habe ich euch ja noch versprochen. Ich habe ja noch ein bisschen was ausprobiert. Und zwar nur mit Blümchen. Also ich habe keine Herzen, und sondern einfach nur Blümchen, auch dieses Herz unten aufgestempelt. Und hier die kleinen, das sind auch diese, von denen habe ich hier noch ganz viele in der Box noch übrig. Und die fand ich total schön, hier noch dazwischen zu kleben. Die eine Idee. Dann habe ich die Blümchen ein bisschen größer gemacht mit buntem Papier. Also das ist kein Vellum, das ist auch kein Vellum, das ist ein dünnes Bastelpapier. Das schaut so aus. Und da habe ich noch den Faden um die Karte, um den zweiten Aufleger rumgewickelt. Und dann habe ich noch eine und die schaut so aus. Und da habe ich diese, na, das Schleierkraut, das ist so getrocknet, das sind echte Blümchen, die sind eingefärbt in rosa und die habe ich so unter die Blüten drunter geschoben und dann habe ich hier richtige Blümchen drauf geklebt. Und da musste ich zwei Herzen hinkleben, weil beim Stempeln bin ich in die Farbe reingeditscht und habe mir hier einen Fingerabdruck gemacht. Und darum musste ich hier zwei Herzen draufkleben. So, das war heute meine Anleitung für euch. Ich hoffe, sie gefällt euch und ich konnte euch wieder inspirieren. Macht's mal einfach nach, es ist wirklich nicht schwer und ich finde das Ergebnis wunderschön. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss, eure Petra.